Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Harvest of Swarm Way Back to Diamond. Ja, es hat eine neue Saison angefangen, das heißt, wir haben jetzt erstmal ein Platzierungsmatch. An sich gibt es auch eine kleine Änderung. Bitte, 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 schreibt nicht mehr unter Videos, die nicht StarCraft sind, wann gibt's StarCraft. Das ist auf Dauer echt nervig. Und StarCraft Way Back to Diamond wird es nur noch Mittwoch und Donnerstags geben, weil das eine echt anstrengende Serie ist, wie ich schon öfters gesagt habe. Und ich denke, mit Mittwoch und Donnerstag komme ich klar, wenn ich das an den Tagen noch mache. Den Rest gibt's dann, was, oh, noch ein Masterspieler, was weiß ich, Don't Starve oder wenn Don't Starve mal fertig ist, was anderes. Wenn wir den schlagen, haben wir eine gute Chance auf die Masterliga. Wenn wir den verlieren, kommen wir wahrscheinlich in die Diamond. Das heißt, wir haben wohl das letzte Match von Way Back to Diamond, hoffe ich. Ungefähr so. Okay, sowas ist scheiße, wirklich. Sowas ist richtig scheiße. Okay, ich nehme direkt noch ein Match auf. Platin, okay. So eine Faggot. Na gut, dann sind wir doch erst Platin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, dann machen wir weiter. Wisst ihr, weswegen wir jetzt, trotz dessen, dass ich gesagt habe, wenn wir jetzt verlieren, kommen wir Diamond. Wisst ihr, weswegen wir nicht reingekommen sind? Das war ein schlechter Masterspieler. Ich denke, er hat das jetzt schon öfters gemacht und dann ist er in seinem Rating weiter unten. Das heißt, er ist zwar noch in der Master League, aber wenn wir ihn besiegen, ist er nicht mehr so viel wert wie ein Masterspieler. Und deswegen, na, so läuft das halt. So, wir wollen mal sehen. Wieder ein Zerg. Also es hat sich nichts verändert, außer die Map. Es gibt neue Maps im Pool, sehe ich gerade. Okay, eine neue Map, die ich nicht kenne. Das kann heiter werden. Wie sieht denn die aus? Okay, natürlicher Eingang, also Network Expansion über Chokes. Ansonsten sieht das aus wie eine Map für zwei Spieler. Wohlgemerkt zwei Spieler und nicht zwei gegen zwei. Ich habe nicht ein Close Mineral Patch besetzt. Geil! So, der ist jetzt besetzt. Der ist jetzt besetzt. Ja, und der lohnt sich doch, den können wir auch besetzen. So, mit dem bauen wir erstmal das erste Depot. Ich weiß noch nicht, worauf ich spielen will. Ich gucke gleich erstmal, wie der Gegner geäxt hat. Ob die Exe früh stand oder nicht so früh, je nachdem reagieren wir. So, 17 Sekunden, 17 Sekunden. Mal sehen, ob alles zeitgleich fertig wird oder ob wir eine Idle-Sekunde haben. Und das wäre jedenfalls nicht schlimm. Mehr Depots, ja, das Depot wurde soeben fertiggestellt. Also hör auf zu meckern, du alte Funz. Dann bauen wir da erstmal eine Kaserne hin, danach kannst du wieder an die Arbeit. Jetzt gleich setzen wir erstmal, setzen wir ein Gas an. Will ich Gas Heavy spielen? Ich glaube, ich will Mech spielen. Das ist eine schöne, weite Karte. Ich weiß nicht, sollen wir Mech spielen? Ich glaube, wir spielen Bio. Ich habe lang kein Bio mehr gespielt. Wir sind gerade gegen jemanden in der Platin-Liga am Spielen, das heißt, ich kann auch ein bisschen Bio dann üben. Ja, wir spielen Bio. Ich hau schon mal noch eine Rex raus. Okay, jetzt schon die erste Expansion. Gucken, ob er irgendwie schon Gas hat oder einen Pool. Und danach verschwinden wir und besetzen eine seiner Echsen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Bio spielt man heutzutage halt mit Riddle Mind Support. Da könnte ich mich aber auch irren. Dann bauen mal den Choke zu, bitte. Dann haben wir einen kleinen Cut in den SCVs und gehen auf die OC. Und sparen jetzt erstmal auf eine Echse, die nicht mehr so früh ist. Aber wir sparen auf eine Echse. So, ich vermute, dass hier irgendwo mal ein Overlord kommen wird. Deswegen mal ein wenig patrouillieren lassen. Du auch zurück an die Arbeit. Wir sparen jetzt kurz auf die Echse. Bauen die Inbase. Ich glaube, hier ist eine gute Position. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Erstmal Mule runterdroppen. Also ich sehe noch keinen Overlord oder dergleichen. Ich packe mal hier ein SCV jetzt hin, wie ich es eigentlich schon eher machen wollte. Wir setzen mal hier die Hotkeys für alle Kasernen. Und sehen zu, dass wir uns Gas ran schaffen, damit wir halt Tech haben. Wie zum Beispiel Marauder und Stimpex. Stimpex ganz wichtig im Biospiel, weil sonst kann man direkt aufgeben.
So, ich glaube, für ein Engineering Barrel war es noch ein bisschen früh. Ich baue stattdessen mal ein Depot. Pack das Gas voll, guck, wie weit die Echse ist. Hat noch Zeit. Baue schon mal eine dritte Rex ran. Sorge hier vorne gleich für ein Techlab. Zack. Techlab. Ich glaube, ich setze mal noch ein Gas, werde es aber noch nicht voll auslasten. Vor allem bin ich gerade am Rätseln, worauf der Gegner geht. Ich habe ja keine Ahnung. Ach ja, kann ich jetzt bitte mal meinen Reaktor haben, den ersten? So, da hat er mich gescoutet. Oh, den hole ich mir auch noch, danke. Okay, das war nix. So, was brauche ich zuerst? Stimpak oder... nicht Concussive Shields. Stimpak oder wie heißt das Ding? Combat Shields, genau. Ich bin mir unschlüssig, was ich zuerst holen sollte. Auf jeden Fall weite ich jetzt erstmal den Tech aus, nachdem wir halt die Exa hier haben. Ich weiß noch nicht, ob ich... Nee, ich erweitere den Tech noch nicht. Erstmal sehe ich zu, dass ich ein paar Einheiten rankriege. Unter anderem auch ein paar Upgrades für diese Einheiten. Und guck mal, was der Gegner so macht. Banelinge? Nein. Keinerlei Tech? Das wundert mich gerade stark. Ich guck mal, ob er hier vielleicht getaggt hat. Wenn er tagless ist, dann können wir auch einfach reinmarschieren. Jetzt kriege ich ein paar freie Treffer rein. Okay, er bunkert sich ein. Ich ziehe hier mal eins ab. Okay, er hat gesehen, dass wir eine Echse haben. Der Stinker mit seinem Overlord hier. Ah, das wird nichts, oder? Wow, da Mann. Jetzt ist er hoffentlich Supply blocked. Das wäre ganz interessant zu wissen. Aber die Information kriegen wir leider nicht. So, wir sehen zu, dass wir alles an Tech jetzt reinkriegen, was wir brauchen. Das Gas haben wir, um uns das zu leisten. So. Ich weiß nicht, worauf er geht. Ich hoffe ja, dass er auf Banelinge geht. Weil dann werde ich genug Marines anschaffen und wunderschön splitten. Dass seine Banelinge mal einfach ein Scheiß wert sind. Ja, mehr Depots sind schon am Bauen, du. Reg dich mal ab. So, ja, die ersten Engineering Base sind fertig. Und das heißt, wir können unseren Tech erweitern, beziehungsweise unsere Upgrades erweitern. Wenn wir 1-1 haben, gehen wir mal gucken, wie weit der Gegner so ist. Das ist jetzt gleich auch fertig, wunderschön. So, als nächstes werden wir gucken, dass wir mal eine Armory rankriegen. Beziehungsweise, nee, ich glaube, wir sollten uns zuerst um andere Sachen kümmern. Hier für einen Reaktor, damit wir direkt Medivacs bauen können. Ich möchte erst losgehen, wenn wir Medivacs haben. Oh, fuck. Ja, wir haben schon wunderschön gespreadet hier. Ah, so viel hat uns das aber nicht gebracht. So. Ja, er hat noch ein paar Einheiten. Die meisten SCVs konnten wir retten. So. Ja, sein Push ging nach hinten los, weil wir die SCVs am Eingang schon gespreadet hatten. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir jetzt mal stetig Einheiten bauen, weil ich habe Lücken drin. Deswegen war das gerade schon ziemlich knapp. Und vor allem so ein Zergling Rusher kann halt schnell nachbauen. Ich baue mal einen Bunker hier dran, wo der Damage ein bisschen abgefedert wird von dem Banding. Noch ein Bunker. So, tausche die mal aus. Das Ding ist, meine Stimpaks waren gerade eben noch nicht fertig, sonst hätte der Kampf anders ausgesehen. Dann hätten wir das lockerer geschafft. Okay, da sind sie wieder. Okay, die Stimpaks sind fertig. Der wird jetzt noch öfters versuchen reinzukommen. Das ist aber gar kein Problem. Vor allem nachdem der erste Bunker steht. Und vor allem, wenn unser erster Medivac da ist, wird das Ganze nochmal einfacher. Ich adde jetzt gleich zu meiner Composition ein paar Widow Mines. Dann wird es wieder eine Nummer einfacher. Und hoffe mal, dass bald unsere Armory fertig ist. Die bauen wir jetzt. Und unsere Upgrades sind nämlich schon durch. Wir müssen noch das Gas besetzen.
und ein neues Gas bauen.